got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Die schon zur Tradition gewordene Nacht des Sports im Casinium Feld in Kärnten. Ganz voll und voller Emotionen wurden an diesem Abend die Kärntner Sportler des Jahres 2019 bekannt gegeben und geehrt. Eine Veranstaltung, die es bereits seit 55 Jahren gibt. Nachdem ich selber ja 5 Wochen Kärntner Sportlerin des Jahres war, für mich war es auch immer ein Highlight, eine besondere Auszeichnung. Ich habe mich immer riesig darüber gefreut und ich denke, auch die Sportlerinnen und Sportler, die heute geladen sind, werden es auch so aufnehmen. Das ist, glaube ich, ganz was Tolles. Das ist auch wichtig, sage ich, für die Basis im Sport, dass das einfach auch ein Anreiz für viele, viele junge Menschen ist, auch solche Ziele vielleicht einmal zu erreichen. Ja, es ist das dritte Mal, dass ich jetzt da bin und es ist immer wieder sehr schön, auch die Sportkolleginnen und Kollegen zu sehen und mit ihnen einen netten Abend zu genießen. Federführend bei der Sportlerwahl ist der vor 55 Jahren gegründete Sportpresseclub Kärnten. Ehemalige und aktive Sportjournalisten sind darin vereint. Heuer haben bei der Wahl 60 Clubmitglieder teilgenommen. Und wir wählen ja den Sportler, die Sportlerin, die Mannschaft in Einzelfällen. Heuer haben wir ein Überangebot gehabt, haben wir auch gewählt. Und die restlichen, die werden nominiert. Entweder vom Vorstand und von den Kärntner Medien oder so wie die Behindertensportler oder Sportler mit Behinderung vom Behindertensportverband und die Special Olympics vom Verein Herzschlag. Und wie gesagt, wir haben eine Verantwortung und deswegen sind wir immer froh, wenn alles gut über die Bühne läuft. Im Behindertensport gab es eine Sonderehrung für Special Olympics, Sandra Bodner und Ingo Webra. Behindertensportler 2019 wurde Paraskirennläufer Markus Salcher. Über die Ehrung zur Behindertensportlerin des Jahres konnte sich Paraclimbing-Athletin Sandra Bollack freuen. Das ist für mich also sehr überraschend gewesen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, nachdem ich unter die Top 10 geklettert bin bei der WM. Und man kann trotzdem auch mit einem 8. Platz eben so eine tolle Auszeichnung bekommen. Es ist natürlich für den Parasport und für diese junge Sportart ganz was Besonderes. In der Kategorie Aufsteiger des Jahres konnte Antonia Oschmaus Kanu und Nikolai Uschnik Klettern jubeln. Ja, es ist sicher ein Auftrag im Sport. Ich meine, das kommt jetzt nicht alle Tage vor, dass man so wie da heute im Casino jetzt im Anzug daherkommt. Das sind die meisten Sportler, zumindest ich bin es jetzt eigentlich nicht so gewohnt und ja, es ist eine super Erfahrung und ja, ich freue mich einfach, dass ich da bin. Wir haben eine Philosophie im Kärntner Sportwesen, die sagt, wir müssen für den Breitensport viel tun, wir müssen vor allem die Jugend zum Sport heranführen. Ein Titel, der heute nicht ausgezeichnet wurde, der mich aber umso mehr freut, ist, dass wir die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller österreichischen Bundesländer bei den Schulwettkämpfen haben, im Schulsport haben. Das zeigt auch, dass wir hier Ressourcen, Personal, Pädagogen gut einsetzen, die dann dazu beitragen, dass einmal eine Basis entsteht. Und aus der Basis des Breitensportes kann dann auch der Spitzensport seine Nahrung finden und sich entwickeln. Hart umkämpft war der Titel Mannschaft des Jahres. Diesmal war Fußball das Thema. Als Gewinner konnte die Mannschaft des RZ Billets Wolfsberg WRC die Bühne betreten. Ja, und ich bin einfach stolz auf die Mannschaft und glaube, das ist auch ein Zeichen, dass man stolz sein kann, dass man heute die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres hier gewonnen hat in Kärnten. Wir sind auch morgen dabei, also bei der österreichischen Mannschaft des Jahres auch nominiert. Ja, das zeigt also, dass wir gute Arbeit leisten, dass die Mannschaft gut drauf ist. Der Zusammenhalt schweißt uns allen zusammen und ja, der Charakter funktioniert bei jedem Einzelnen. Ja, wir sind ein sehr gutes Team. Grund für diesen Erfolg war die Direktqualifikation für die Europa League. Auch das 4:0-Ergebnis in Gladbach ist noch in aller Munde. Ja, für uns war es ein toller Abend. Ich glaube, für ganz Wolfsberg oder ganz Kärnten war es ein toller Abend und wird wahrscheinlich noch jedem von uns lange in Erinnerung bleiben und sind schon ein bisschen stolz, aber können es, glaube ich, auch ganz gut einordnen. Wintersportler dominierten bei den Einzelsportlern. Die Waldkärntnerin Vanessa Herzog lebt seit 3 Jahren in Ferlach, wurde Sportlerin des Jahres 2019. Mit 583 Punkten war die Eisschnelllauf-Weltmeisterin klar vorne. Ja, natürlich habe ich eine kleine Vorahnung gehabt.
anhand der Erfolge. Und ja, wo sie dann meinen Namen gelesen haben, war natürlich sehr schön für mich. Einen Tag nach dieser Ehrung in Kärnten wurde Vanessa Herzog auch zur Sportlerin des Jahres in Österreich gewählt. Skirennläufer Marco Schwarz konnte bei der Weltmeisterschaft dreimal Edelmedaille mit nach Kärnten bringen. Belohnt wurde der junge Mann aus Radentein mit dem Titel Sportler des Jahres 2019. Ja, also da dabei zu stehen, bei den ganzen Namen Kärntner Sportler des Jahres zu werden, ist nicht selbstverständlich und ist natürlich eine große Ehre. Stefan Sodert, Franz Kramer, alle da? Ja, alle drei haben wir Wengen gewonnen und trifft sich natürlich auch gut. Nominiert durch den Vorstand des SPK aus Vorschlägen der Kärntner Medien gab es für Kurt Peterle die Ehrung für seine gesamte Laufbahn als Sportler und Funktionär. Begleitet wurde die Nacht des Sports 2019 im Casineum in Velden am Wörthersee mit Musik, Tanz und Gesang.